mit Jesus Urlauber. 8513 Inspiration. Bei allem, was man tut, sollte man wissen, wann es Zeit ist, damit aufzuhören. Vorbei am Optimum oder darüber hinaus ist vorbei am Optimum oder darüber hinaus. Das kam mir gerade beim Rauchen einer Tütü, als der Impuls kam, dass der nächste Zug den gewünschten und gerade erreichten Pegel wieder ändern würde. Und mir wurde nur zu bewusst, dass sich das auf alles bezieht. Ein weiterer Grund, im Rahmen des 8. Mai 8513 wirklich endlich damit anzufangen, sich mal genau anzusehen, was man so alles macht. Und ob davon wirklich alles dazu dient, das individuell und subjektiv empfundene Optimum zu erleben. Optimal halt. Reibungslos. Perfekt. Nichts zu wünschen übrig lassend. So, dass man sich im Frieden, dass man mit sich im Frieden und endlich mal glücklich sein kann. Und nur indem jeder Einzelne das endlich mal mit sich selbst klärt, hat die Welt da draußen überhaupt eine Chance. Worauf noch warten? Dass was passiert? Was muss denn noch alles passieren? Wir sägen offensichtbar an dem Ast, auf dem wir sitzen. Muss der erst abfallen? Kann man sich nicht vorher schon ein wenig denken, dass es dann definitiv zu spät ist? Wir machen das natürlich auf Geheiß, sprich Befehlen folgend, aber dennoch aus überaus töricht. Ich weiß, wir sind so erzogen worden, bla bla. Aber ist das ein Grund, es nicht trotzdem mal anders zu machen? Mit nur einem winzigen bisschen mehr Grips erkennen wir einen Sinn darin, jeder für sich, aber durch den 8. Mai mal alle zusammen dieses wahnwitzige Hatzleben zu beenden. Und mit der Rückendeckung, die wir uns durch diesen Tag geben können, können wir das dann auch endlich mal tun, was wir dann endlich als sinnig befinden. Ich weiß, ich bin nur ein kleines Licht, das habe ich schon zu melden. Aber ich rate dennoch leise, aber eindringlich vor mich hin, sich ab hier und jetzt und nicht erst ab dem 8. Mai eingehend mit den Worten Gehorsam und Ungehorsam auseinanderzusetzen und alle Pros und Kontras mal auf den Tisch zu legen und sich genauestens anzugucken. Jedem rate ich das, der irgendwas ändern will, egal was es ist. Wir sind so zugemüllt mit angstmachenden Gedanken, dass es in der Tat erst schwer fällt, es zu sehen. Aber ich schwöre, es ist da. Man kann es nicht erklären, aber man kann es sehen, wenn man hinguckt. Und es verbirgt sich direkt zwischen Gehorsam und Ungehorsam. Und es ist nur eine Kleinigkeit von vielen, die immer da sind, man aber nicht sehen kann, wenn man guckt, wie man wahrnehmen soll. In Liebe, Ruhe und Frieden, Jesus Bruder. PS, teilen erwünscht, darum geht es bei 8513, solche Gedanken zu verbreiten. Das wirkt wie Medizin und es kann nicht nicht wirken. Aber man kann die Wirkung beschleunigen durch einen Klick auf Teilen. Und ich füge einfach so noch hinzu, das mit der Rückendeckung funktioniert natürlich nur dann, wenn wir wirklich Massen damit erreichen. Aber da haben wir noch 2 Monate Zeit für. Jetzt haben sich so 300 noch was Leute bei dem Event angemeldet. Mit 300 noch was Leuten kann man sich weltweit keine Rückendeckung bieten. Da
Das ist schon klar. Aber mit 300 Leuten kann man auf jeden Fall tierischen Bohai machen und sich hinsetzen. Und wenn es nur 10 freie Minuten am Tag sind, an denen mal nichts wichtiger ist, als diesen Tag zu installieren, als den Tag, an dem wir den Status quo ändern. Und zwar ohne, dass da irgendjemand was dran ändern könnte, wenn wir es denn tun.